Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Schmelzhasen. Ihr seht, wir sind live auf der Maker Faire. Mit mir dabei ist Marcel von Prusa. Hi. Du bist Markenbotschafter, richtig? Ja, Market Development Manager, Brand Ambassador, so also mehrere Titel. Okay. Intern nennen wir uns die Country Development Manager. Okay. Was ist das und wie kommt man an so eine Stelle überhaupt ran? Wie man an die Stelle rankommt, ist ganz witzig. Das ist nämlich genau ein Jahr her, dass ich letztes Jahr hier mit dem Chris eine Booth hatte. Wir hatten uns das geteilt. Oh. Dann standen hier viele von den großen Sachen, die ich gedruckt hatte. Wir hatten auf der Booth von Nobofil so einen großen Venom. Für Filamentum, die letztes Jahr da waren, hatte ich so große Sachen gedruckt. Mhm. Und dann sind die Leute von Prusa offensichtlich darauf aufmerksam geworden. Also da war der Headhunter hier, die haben jemanden extra für Deutschland gesucht. Und ja, dann hat er diese großen Dinger gesehen und die haben immer gesagt, ja, geh mal darüber, da ist so ein cooler Typ, der macht nur so lustigen Quatsch. war der bei uns an der Booth und dann hatte ich meinen MK3S dabei mit einer 12-fach MMU. Mhm. Da war er auch sehr überrascht, dass das funktioniert. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann kam irgendwann so, ja, wir suchen da jemanden für Deutschland. Ja. Da habe ich gesagt, okay, lass uns mal irgendwie über LinkedIn connecten. Hier in dem Halligalli ist nicht der richtige Ort, um da irgendwie vernünftig drüber zu reden. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und ja, dann seit Anfang des Jahres bin ich ja jetzt offiziell bei Prusa eben in dieser Position. Und was ich mache ist, schwer in einen Satz zu fassen, aber im Prinzip ist das, was mein Ziel ist, die Sichtbarkeit von Prusa in Deutschland zu erhöhen. Mhm. Oder in der Dachregion. Ja. Deutschsprachig. Und das mache ich durch Kooperation mit Influencern, Schulen, Universitäten, Zeitschriften. Jetzt jüngst hat man vielleicht den Artikel gesehen in chip.de oder CT Heise, solche Sachen. Ja, und dann arbeite ich auch an den Kooperationen, die auf Printables kommen, diese Brands. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Vago-Drucker schon gesehen hast. Ja, ja. Bin ich für verantwortlich und jetzt Festool ist auch bei uns auf der Seite und mit den Leuten übernehme ich dann die Kommunikation. Ja, es stellt sich manchmal ein bisschen schwierig heraus, als tschechisches Unternehmen deutsche Bürokratie zu verstehen. Ja. Und da versuche ich dann immer auch so ein bisschen das Bindeglied zu sein und dann ja, von den Kooperationen, die ich auf der einen Seite gemacht habe, versuche ich dann zu lernen und das irgendwie auf die anderen anzuwenden. Ne? Also, wie heißt das, Gefahrenbeurteilung an Arbeitsplätzen mit Druckern und solche Sachen. Wenn man schon mal ein großes Unternehmen hat, das sowas getan hat und das irgendwie für sich möglich gemacht hat, dann bin ich dann quasi der, der auch mit den anderen spricht und das dann versucht irgendwie zu verbreiten, dass dann eben alle in der Lage sind, Prusa-Drucker zu benutzen. Cool. Jetzt hat sich ja bei Prusa einiges in der letzten Zeit auch geändert. Also sowohl von dem Line-Up, was ihr habt, mit dem MKPS jetzt gerade, aber auch schon die letzten Jahre quasi intern. Also ihr habt ziemlich viel in der, wie ist es, vom Produktionsablauf her internalisiert. Was ist denn da alles passiert und was kommt denn da noch? Was darfst du davon erzählen? Also was da passiert ist, Prusa ist intern, fühlt sich das manchmal noch an wie ein Startup. Es ist ein sehr schnell gewachsenes Startup mit sehr vielen Leuten. Da haben sich die Prozesse noch nicht so richtig gesetzt. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen uns selbst im Weg. Und deswegen versuchen wir, das eben vernünftig zu strukturieren. Deswegen haben wir jetzt vor kurzem auch einen neuen Chief Sales Officer eingestellt, dass wir so B2B wesentlich besser abbilden können. Da gab es immer wieder so ein bisschen hier und da eine Hemmnis, dass das vielleicht nicht so schnell alles abgearbeitet werden konnte, wie wir uns das gewünscht hätten. Also sind wir zum Beispiel dabei, die Struktur zu ändern. Wenn man mal eine Factory-Tour bei uns gemacht hat und man hat gesehen, okay, da ist ein bisschen Filamentproduktion und da ist ein bisschen Filamentproduktion, ja, da ist so ein bisschen Druckerproduktion und da ist irgendwie alles so ein bisschen verstreut. Mhm. Und das versuchen wir jetzt auch alles irgendwie ein bisschen mehr zu kanalisieren, dass wir sagen, okay, wir haben eine dedizierte Unit, da ist alles an Filament. Da muss ich irgendwie durch drei Etagen laufen und dann ist der Produktionsleiter aber irgendwie im anderen Gebäude. Und versucht eben so quasi dann auch dafür zu sorgen, dass Leute nicht irgendwie 4 bis 8 Wochen auf ihre Drucker warten müssen, weil vielleicht irgendwie da was fehlt oder da irgendwie was irgendwie nicht aufgekommen ist. Auch der Grund, warum wir dann in den letzten Jahren unsere eigene SMT-Produktion aufgebaut haben, gerade so Corona-Chip-Krise, versuchen uns da möglichst vertikal zu integrieren, um wirklich ja, alles abbilden zu können und alles schnell machen zu können und alles in der eigenen Hand vor allen Dingen zu haben. Das ist so das ist wahrscheinlich der logische Schritt, den man machen muss, wenn man irgendwie so ein wachsendes Unternehmen ist. Mhm. Und ja, bevor jetzt das Jahr begonnen hat, hatten die Abteilung, der ich jetzt bin, die gab es nicht. Mhm. Jetzt versucht man halt wirklich dediziert die Märkte zu erreichen, indem man Native Speakers in den einzelnen Märkten nimmt, um wirklich eine gute Kommunikation mit den Menschen zu haben. Mhm. Also das muss ich sagen,
hat mich überrascht. Das war auch positiv, was ich angemerkt habe, als auf einmal der Kontakt zwischen uns auch hergestellt worden ist. Und wir haben ja auch an sich einen regen Austausch in der Hinsicht. Also wenn irgendwas mir zum Beispiel mal auffällt, dann schreibe ich dir das direkt, was dann entsprechend, was man dann optimieren könnte. Aber gibt es denn auch von Seiten der Community her, ich sag mal so, Wünsche, die an euch herangetragen werden, wo ihr sagt, okay, wenn das halt oft genug gewünscht wird, oder wie geht das Ganze vor sich, dass es dann vielleicht sogar ins finale Produkt reinkommt? 100%. Guck dir die Entwicklung vom MK4 zum MK4S an. Mhm. Ich fand das immer witzig, wenn ich so im Discord oder so unterwegs bin und sehe, dass Leute sich so ringförmige Fan-Ducts gedruckt haben. Mhm. Und ich schon Wochen vorher wusste, dass wir da ein sehr gutes Produkt haben. Das wird natürlich intern weiterhin erstmal ausgiebig getestet, bevor wir das an irgendjemanden rausgehen. Da habe ich schon CFD-Analysen gesehen und trotz dessen waren parallel die Leute dazu irgendwie am Rumbasteln und haben gesagt, okay, hier oder das gefällt mir nicht. Also es ist auf jeden Fall so, dass mit mir jetzt zumindest der deutsche Markt so irgendwie ein Ohr hat. Ja. Und wenn Sachen häufiger kommen, dann merke ich das an. Also wenn jetzt einer sagt, okay, hier, das hat bei mir nicht funktioniert oder es ist kaputt gegangen oder dann, okay, habe ich mitgekriegt, ja, sage ich erstmal vielleicht nicht zu. Wenn ich aber dasselbe Problem noch ein viertes, fünftes, sechstes Mal sehe, dann trete ich direkt an die Entwickler ran. Also ich bin quasi so überall, ich bin so ein bisschen in jeder Abteilung drin, kann dann direkt mit den Entwicklern sprechen und sagen, pass auf, ey, ich habe jetzt hier in Deutschland gesehen, 6, 7 Mal ist dieses Problem aufgetreten. Und dann ist ja mein Team international. Wir haben auch jemanden in Italien, in Frankreich, in Spanien, in Japan, in Polen, die auch genau dasselbe machen, mit den Leuten sprechen. Und dann, wenn dann noch jemand da aus einem anderen Land drauf springt und sagt, ey, in Italien haben wir das auch ganz oft, ey, in Spanien habe ich auch 6, 7 Leute, die das haben, dann wird sich das genauer angeguckt. Mhm. Also man ist auf jeden Fall immer so am Puls der Zeit. Man versucht so die Community mitzunehmen. Mhm. Viele haben sich darüber beschwert, dass das WLAN-Setup vom MK4 so umständlich sei. Mhm. Jetzt haben wir einen NFC-Tag da drin, dass das noch einfacher ist. Ja. Viele Leute haben gesagt, wir hätten gerne eine App. Die haben wir jetzt. Mhm. Also Prusa ist, auch wenn wir jetzt irgendwie so ein bisschen eine Industrielinie mit anschlagen, immer noch sehr nah an den Makern dran und guckt, was die machen. Und das hat man ja auch gesehen von der MMU 2S zur MMU 3. Ja. Vieles aus der Community, wo die Leute gesagt haben, boah, super nervig, geht nicht. Oder Es ist einiges übernommen worden. Das wird nicht 1:1 übernommen, weil das manchmal vielleicht nicht 100% zu unseren Standards aufpoliert ist. Mhm. Vielleicht auch einfach nicht so einfach druckbar ist, wenn wir die Teile halt in großer Zahl drucken wollen. Ja. Dann werden die Teile nochmal ein bisschen angepasst. Aber man sieht ja auch immer in unseren GitHub-Notes, dass wir den Leuten, die da irgendwas entwickelt haben, auch immer den Shoutout geben. Das haben wir auch bei der MMU 3, bei den Entwicklungen gemacht. Mhm. Also wir sind auf jeden Fall immer dabei, unser Produkt so einfach wie möglich zu machen. Am Ende soll es wie eine Mikrowelle sein, drückst am Knopf, ping, Teil fertig, ohne dass du Kopfschmerzen hast. Ja, also das merkt man schon. Also gerade MMU 2S, die ich ja vorher auch hatte, im Vergleich zu MMU 3, das sind Welten. Ja. Allein schon der Kuppler, die Kupplung zwischen Eitler und Gehäuse halt oder Motor entsprechend, die war ja vorher gedruckt mit 2 Schrauben. Jetzt habt ihr ein ordentliches Metallteil dazwischen. Das macht schon viel aus, finde ich. Auch hier MK4S, der jetzt hinter uns steht. Da haben ja einige gesagt, ich möchte keine 3D gedruckten Teile mehr. Da habt ihr jetzt angefangen, beim Displaygehäuse Spritzguss anzuwenden. War das so aus der Community, dass die sich das gewünscht haben, oder? Das ist eher nicht so. Also das ist einfach dann der Einfachheit halber, wenn wir so ein großes Teil haben wie den Displayhalter und wir sind jetzt sicher, dass das Display sich einfach nicht mehr verändert, dann ist das einfach im Zuge dessen, dass wir sagen, wir wollen den Output erhöhen, dass Leute nicht 8 Wochen warten müssen. Mhm. Ich meine, ist nicht nur, dass wir das Teil nicht mehr drucken können, sondern die Kapazität, die wir zum Drucken an der Stelle gebraucht haben, wird jetzt frei für Fan-Ducts oder was auch immer. Deswegen sind da viele Sachen auch, dass, wenn man sich überlegt, ganz am Anfang beim MK3S, das Gehäuse für die Elektronik war ja auch ein riesen 3D-gedrucktes Teil, das ist ja jetzt ein Blech-Biegeteil. Mhm. Hat ein paar praktische Vorteile, die das mitbringt, dass man direkt darüber die Wärme abführen kann. Mhm. Hat aber auch den Vorteil, dass die Druckkapazität, die an der Stelle gebraucht wird, frei wird für was anderes. Mhm. Ich habe tatsächlich schon viele gehört, die das jetzt nicht so cool fanden mit dem Display, dass das jetzt ein Spritzgussteil ist. Aber man kann es sich ja noch drucken halt immerhin. Ne? Die Dateien gibt es weiterhin. Also da wird Prusa nicht von abweichen. Ja. Wenn man das möchte, kann man sich das personalisieren. Es gibt ja viele Leute, die das dann irgendwie in ihrer speziellen Farbe haben wollen. Ja, wird es bei meinem MK4S auch nochmal geben. der wird nochmal richtig schön neongelb von Nobofil, aber
ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr sowas macht, auch die Dateien bereitstellt. Jetzt gab es gerade bei uns unter den Videos öfters mal die Diskussion in Bezug auf Upgrades. Wir haben jetzt das MK4S-Upgrade gerade gesehen. Wie ist denn da die Resonanz drauf? Wird das denn von den Leuten angenommen oder ist da eher noch so ein bisschen Verhalten da? Ich glaube, das wird sehr gut angenommen. Okay. Also von dem, was ich gehört habe und von dem, was mir entgegengespiegelt wurde, sind die Leute sehr zufrieden damit. Also alleine auch, dass man die Möglichkeit hat, das zu tun. Mhm. Da gab es ja auch mal ein Video vom M-Pox drüber, der dann irgendwie gesagt hat, andere Hersteller bitte nachmachen. Ja. Ist natürlich schon irgendwie ein Lob, wenn man sowas hört. Mhm. Das ist irgendwie nicht fair, wenn man jedes Jahr ein neues Gerät rausbringt und dann das alte obsolet wird. Ja. Dann muss man das, keine Ahnung, wegschmeißen oder versuchen, noch irgendwie zum Apple und Ei zu verkaufen. Richtig. Das war schon immer so die Prusa-Philosophie. Und da werden wir auch weiter dran festhalten, weil das wirklich auch gut angenommen wird. Und ich meine, wäre halt ärgerlich, wenn man sich jetzt ein MK4 gekauft hat vor 3 Monaten und jetzt kommt der MK4S raus und man muss sich wieder ein komplett neues Gerät kaufen. Richtig. Und ich meine, price-wise, also das ist halt echt günstig für das, was man kriegt und auch das Upgrade, das man dann am Ende hat. Also ich muss sagen, das GPIO Hackerboard war so das, wo ich am meisten ja, weil ich gedacht habe, okay, damit kann ich das und das machen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Board zu machen, ein Breakout-Board, wo man dann entsprechende Schnittstelle hat, nicht nur um jetzt, was weiß ich, eine Kamera dran anzuschließen mit einem Selbstauslöser oder so in Richtung für Zeitraffer, sondern auch für LEDs, für Roboterarme, was weiß ich, alles drunter. Dann kann man ja alles, denke ich mal, drüber bedienen, ne? Also ich meine, aber Prusa ist schon immer so der Drucker, die Marke der Maker gewesen. Mhm. Und ist naheliegend, so viele, wir haben jetzt in den letzten Jahren so viele Timelapses gesehen, diese Hyperlapses, wo Leute perfektes Layer-Stacking irgendwie filmen. Und das war immer mit Hardware verbunden, dass man da irgendwie einen Knopf dran machen musste. War irgendwie naheliegend, dass man das irgendwie versucht zu integrieren. Mhm. Und wenn man schon ein externes Board für sowas macht, warum dann nur einen Anschluss nehmen? Ja. Kann man auch direkt ein bisschen mehr machen, weil Leute zum Beispiel auch gerne ihr Enclosure vielleicht in grün leuchten lassen wollen, wenn die Drucker fertig sind. Ja. Ich stelle mir das ganz cool vor, wenn jemand so eine Farm hat mit so 25, 30 Druckern und man sieht dann schon aus der Ferne die grünen Drucker, dass man da hingehen kann und dann die Druckplatten tauschen oder rot, gelb, irgendwas stimmt nicht, Filament Runout. Und dann hat man da einfach die Möglichkeit gegeben, alles zu machen. Und ich glaube, da werden wir in nächster Zeit echt coole Projekte sehen, die ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann, die noch da kommen werden. Mhm, auf jeden Fall. Was euch auch ausmacht, das habe ich gesehen, als ich bei euch in Prag war. Das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her. Aber im Prinzip, ich meine, ihr produziert nicht einfach nur Drucker, sondern ihr produziert mit euren Druckern die Drucker. Das ist was ich sonst bei einem anderen Hersteller so in der Art und Weise noch nicht gesehen habe. Bringt euch aber auch den Vorteil, dass ihr sagen könnt, okay, ihr habt so viele Millionen Druckstunden auf euren Druckern drauf, die ihr schon getestet habt und das Ding läuft. Das ist immer eine Sache, die ich gerne kommuniziere. Wir sind unser eigener Anwender. Mhm. Und wenn wir irgendwie einen kleinen Painpoint an dem Drucker haben, dann haben wir den 600, 700 Mal. Mhm. Also wir reden von knapp 700, die in der Produktion stehen. Aber wahrscheinlich stehen noch mal 200, 300 so über die Büros verteilt. Jeder hat da 2, 3, 4 Drucker in seinem Büro. Im Support stehen einige. Und jeder kleinste Painpoint ist halt unendlich oft bei uns. Mhm. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die uns wirklich stark macht und uns auch wirklich nach vorne bringt. Wir passen die Slicer entsprechend an. Wir passen die Druckteile immer an. Ich glaube, viele andere Hersteller benutzen ihre Geräte gar nicht. Mhm. Und deswegen ist die Out-of-the-Box-Experience auch nicht bei allen so wirklich gut. Jetzt hast du gesagt gehabt, ihr habt in den Büros immer so 2, 3, 4 Drucker rumstehen. Das merkt man, denke ich mal, jetzt auch als Kunde, wenn man zu euch kommt, ein Problem hat und dann schreibt mit dem Support. Ich finde, der Support, muss man einfach mal sagen, also auch wenn man sich jetzt mal die Bewertungen auf Trustpilot und sowas anguckt, da seid ihr einfach unangefochten Nummer 1. Ich glaube, wir sind aber auch die Einzigen, die wirklich in dem Umfang überhaupt Support anbieten. Ja. 24/7, 7 Sprachen, jederzeit im Chat erreichbar. Mhm. Wir haben uns da entschieden, einen Chat zu nehmen, weil am Telefon, wenn man mit jemandem spricht, kann man keine Videos, keine Bilder schicken von seinem Problem. Und da ist nicht irgendwie eine AI-automatische Antwortklamotte oder irgendwie E-Mail und warte bitte 2 Wochen, bis wir antworten, sondern da ist immer jemand da.
Und ich bin der Meinung, dass das auch einen gewissen Mehrpreis rechtfertigt. Wir sind mit Sicherheit nicht die günstigsten am Markt. Wir nehmen nicht teil am Race to Bottom und versuchen, das billigste Gerät auf den Markt zu bringen. Wir versuchen, das qualitativ beste Gesamtprodukt abzugeben. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin, ja. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die sehr stark funktioniert, weil wir alle die 3D-Drucker selber benutzen. Mhm. Also jeder. Und sobald man irgendwie ein kleines Problem hat, irgendjemand, egal welche Abteilung, sei es irgendwo beim Marketing oder irgendwie Support, es wird halt immer intern weiter kommuniziert, untersucht, und allein dadurch haben wir so viel Daten schon intern, dass ich immer ein sehr gutes Gefühl habe, wenn wir ein Gerät launchen, also jetzt wie in den MK4S, dass es schon wirklich aufpoliert und nicht irgendwie gerusht und einfach auf den Markt geworfen. Gehen wir mal auf den MK4S ein. Was hat sich denn da jetzt alles im Vergleich zum MK4 zum Beispiel mal geändert? Da ist ja schon ein bisschen was passiert jetzt, auch wenn das jetzt nur ein kleines Update ist, in Anführungszeichen. Also im Vergleich zum Schritt vom MK3 zum MK3S ist vom MK4 zum MK4S schon relativ viel passiert. Mhm. Die Kinematik an sich ist gleich geblieben, also XYZ, alles was sich da irgendwie bewegt, das sind dieselben Teile. Aber eben die Lüftung ganz klar als eins, also das ist wahrscheinlich das absolute Highlight von dem Kit. Mhm. Abgesehen davon kommt das jetzt mit den High-Flow-Nozzeln, die auch mit Bontech zusammen entwickelt worden sind, sodass wir da auch wirklich nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit rausholen können. Wir haben die einfachere Anbindung durch die NFC-Tags mit der App und halt ein anderes WLAN-Modul hinten dran, wo man jetzt auch noch die Möglichkeit hat, das GPIO-Board anzuschließen. Und auch eine Sache, die sich sehr häufig gewünscht wurde. Offensichtlich habe ich gespiegelt bekommen, sehr viel aus Deutschland, dass die Leute gerne den Beschleunigungssensor am Druckkopf anbringen wollen würden. Das ist jetzt auch damit gekommen. Mhm. Also ein bisschen mehr als nur so Reliable Update, aber halt wirklich Quality of Life, dass die Leute damit mehr Freude haben. Und dadurch sind wir jetzt in der Lage, halt noch einen Tacken schneller zu drucken. Mhm. Gerade auch mit den Draft-Profilen nochmal eine etwas höhere Schichthöhe, wenn man sagt, okay, man braucht nur Quick and Dirty im Prototypen. Mhm. Aber auch wenn man mit den normalen, schnellen Geschwindigkeiten druckt, werden die Bauteile einfach auch durch die Düse jetzt noch fester, weil das Material einfach noch gleichmäßiger aufgewärmt wird. Mhm. Ja, cool. Jetzt habt ihr aber auch noch eine ganz spezielle Eigenschaft, nämlich das Wi-Fi-Modul kann man einfach blub abziehen, hat seine Ruhe quasi. Ja. Das zieht ihr aber jetzt nicht nur beim MK4S durch, sondern macht das quasi durch die komplette Produktlinie. Also jetzt zum Beispiel mal, wenn ich mal gucke, Prusa Slicer, da hat man nicht nur die Möglichkeit zu sagen, nee, ich mag mich nicht bei Prusa Connect anmelden, sondern man kann auch den Login-Button komplett ausblenden. Also ich meine, Prusa Slicer wird ja auch von vielen anderen benutzt, die vielleicht gar nicht Prusa Connect nutzen wollen. Ja. Wäre halt nervig, ne, wenn man da die ganze Zeit immer irgendwie bitte melde dich an hat oder sowas. Wir sind da realistisch und wissen, dass ganz viele Leute das auch ohne Prusa Connect nutzen wollen und bieten das dementsprechend auch einfach so an. Mhm. Haben wir überhaupt gar kein Problem mit. Und gerade so auch Datensicherheit ist immer wieder ein Thema so im Bereich 3D-Druck. Mhm. Und wir wollen halt auch wirklich den Menschen die Möglichkeit geben, komplett autark zu laufen. So, dass man wirklich auch keine Sorge haben muss, wenn man seine interne Prototypenproduktion von sehr sensiblen Teilen hat. Dass man da wirklich keine Bauchschmerzen hat, das einfach zu tun. Mhm. Man weiß, da steht kein WLAN-Modul drin, da steht kein LAN-Kabel drin, die Daten gehen nicht raus. Ja. Ist dann immer da kann man das halt nicht über die Cloud oder über das Netzwerk zum Drucker schicken. Mhm. Muss man dann halt wirklich wieder mit dem USB-Stick laufen, aber dafür kann man sicher sein, dass die Daten sicher sind. Mhm. Ja, cool. Und sollte man sich dennoch irgendwie dazu entscheiden, das über das Wi-Fi laufen lassen zu wollen. Jetzt kommt da gerade ein Sound. Hallo. Hallo. Sollte man sich dazu entscheiden wollen, das auch irgendwie übers Wi-Fi laufen zu lassen, wird das auch halt alles irgendwie in der EU gehostet, größtenteils in Deutschland. Mhm. In Frankfurt sind viele Server. Und es ist alles DSGVO-konform, es läuft nicht irgendwie über Umwege, über uns, und wir greifen uns die Daten nicht ab. So, dass man da auch den Komfort haben kann und die Sicherheit. Aber ich kann verstehen, wenn Unternehmen da wirklich Bauchschmerzen haben. Ja. Und deswegen hat man das einfach die Modularität gelassen. Kann sich jeder dafür entscheiden, was für ihn das Beste ist. Okay, die Messe wird langsam voller. Deswegen noch eine schnelle Frage zum Schluss. Was können wir dieses Jahr noch erwarten oder was kommt demnächst noch? wie sagt man... Die Antwort auf diese Frage würde die Bevölkerung verunsichern. Okay, gut. Aber es kommt noch was?
Aber ich kann nichts versprechen. Okay, gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Euch noch eine schöne Messe. Ich werde jetzt noch mal eine Runde rumgehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, danke. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Danke. Ciao. Schönen Tag noch.